Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast 2. Wir sind gerade eben in der letzten Folge von den Gleisen gefallen. Von den Gleisen, die fast nicht mehr intakt waren. Und sind jetzt irgendwo hier unten gelandet, haben Jabba the Hutt getroffen, wie wir gesehen haben, der hier irgendjemanden mit einem Feuerpfeil erledigt hat. Und jetzt sind wir hier unten im Dickicht. Und Kacke. Ich hoffe, dass Jabba uns nichts tut. Aber ich glaube, der tut uns trotzdem was. Müssen wir erstmal hier durchgehen. Und wir haben ja wieder Batterie. Musik. Bitte sei lieb. Wir haben ja hier wieder... Man hat ja immer Druck hier in Outlast 2. Also nicht, dass man aufs Klo muss, sondern man ist ja gezwungen, vorwärts zu gehen wegen den Batterien. Weil wir haben es gerade gesehen, in der Schule gingen uns die Batterien aus. Zum Glück nur da. Und du hast nichts mehr gesehen. Ist vielleicht auch besser so, wenn man manchmal nichts sieht. Du kannst zum Kriechen Zähne. Ich gehe einfach hier außen rum. Ist das Jabba? Hallo? Batterie und Notiz. Wir gucken. Dieser Ficklurch hielt seinen Segen für Krankheit und versuchte... abzuhauen. Ach, hielt seine... Was? Hielt seinen Segen für Krankheit und versuchte abzuhauen. Und ich zerbrach ihn. Macht nicht seine Fehler oder begeht seine Sünden. Gott und sein Prophet lieben euch. Also, es wird echt immer schlimmer hier. Wo ist Jabba? Also, Jabba ist anscheinend überhaupt nicht auf unserer Seite. Oder zumindest neutral. Der ist einfach scheiße. Guck mal, kann ich hier hoch? Nachladen. Nein, jetzt nicht. Okay, warte mal. Ich lade doch schnell nach. Cool, dass man auch hier das... auf der Mini... auf der kleinen... sag mal kurz, auf dem Mini-Display hier die Umgebung noch sieht, wenn man nachlädt. Das ist cool gemacht. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Mir fällt alles total spät erst auf. Bin mit Überleben beschäftigt. Bitte nicht stören. Bitte während des Überlebens nicht mit dem Spieler sprechen. Jabba. Jabba. Darf ich dich Jabba nennen? Alter! Du kleiner Sack, du! Das war nicht Jabba! Oh. Oh. Alter! Oh. Wo kommt er denn her? Hat er einfach nur gewartet auf uns? Und wo ist er hin? Das ist die viel dringlichere Frage. Wo ist er hin? Und wo muss ich hin? Da hoch? Oh, echt jetzt? Och Mann, ey. Ich muss erstmal gleich eine Aufnahmepause machen nach dieser Folge. Kloppt uns hier einer oben drauf oder sind wir einfach nur zu schwer? Boah, jetzt rechne ich wieder mit allem, jederzeit. Nach dieser miesen Nummer gerade. Wir brauchen Batterien. Oh, eine Aufnahme. Oh.
echt scheiße von euch. Oh Gott. Sickness here. God bless. These people were rotting even before they were murdered. Krass, ey. Aber wie viele Aufnahmen haben wir hier überhaupt schon? Wir haben ein paar, haben wir. Jetzt schindige Zeit, ne? Hier haben wir eine übersehen. Entweder im Video oder. Oh, hier haben wir ganz viele übersehen. Hier haben wir einen übersehen und dann noch ein bisschen. Und dann sind wir eigentlich wieder ganz gut dabei. Guck mal. Krass. Und das. Boah, guck mal, da oben 11 von 18. Da kommt wohl noch. Ich dachte, wir wären schon fertig gleich, aber. Entschuldigung. Aber irgendwie nicht. Oh, fuck. Sickness here. Some other way around. Ganz schön gelenkig hier. God bless. Gottes Segen. Wir müssen ein bisschen Batterie sparen. Aber wie viele habe ich noch? I can still find my way to the mine. Eine habe ich noch. Mann, ey, plumpst doch nicht hier so runter. Muss ich wieder Batterie verschwenden hier, weil es so dunkel ist. Wir können lesen, heißt friedlich. Nein, ich höre jetzt auf. Willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung. Du hast Angst und bist krank und das zu Recht. Du bist voll und du bist voll Scham und das zu Recht. Das bin nicht ich. Egal, ich lese erstmal weiter. Du wärst nicht hier, hättest du nicht gesündigt. Doch ich kann dich wieder wundervoll und rein machen. Als diese Krankheit... Hör, stirb doch mal woanders jetzt. Als diese Krankheit zuerst in Templegate ausbrach, erkannte Papa Knot in seiner Weisheit und Güte sie als geistliches Leiden, natürlich. Ich hätte auch nichts anderes vermutet. Glaube nicht den Korrupten und Ängstlichen, wenn sie dir sagen, du leidest an Syphilis oder Gonorrhoe oder anderen Außenweltlügen. Dies ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit findet sich nur im Reinigen deiner Seele. Bleib treu, bleib gehorsam dem Herrn und Papa Knot und besonders seinem Diakon Laird. Gott und sein Prophet lieben dich. Wer ist denn Laird? Was lehrt denn der? Er? Der lebt noch. Er stöhnt hier so rum. Alter, guck dir den mal an. Was hat der denn? Boah. Huch. Ich muss wieder nachladen gleich. Also ich kann nichts mehr für den machen hier, oder? Nee. Weiß nicht, ist das hier, hat der hier Syphilis oder Gonorrhoe? Ich weiß nicht, wie diese Krankheiten aussehen. Ich habe es auch nicht vor, irgendwie rauszufinden. Pass auf, gleich klatscht der Stein also auf uns drauf, wenn wir hier drunter liegen. Tot. Spiel vorbei. Bleib bloß da liegen. Was ist denn da hinten wieder los, ey? Speichert, das ist schon mal gut. Speichern ist... Oh, dem geht es aber nicht so gut. Macht der was? Tötet der uns? Soll ich mal... Ich muss an dem vorbei irgendwie. Was ist das hier, ey? Oh,
Bäuliger Christus. Entschuldigung. Ich glaube, die haben genug Probleme hier. Verstecken. Oh nein, warum? Eine Batterie. Boah. Also, werde ich ja schon... Da juckt es mir ja nur vom Zusehen. Alter, ey. Und das soll alles so richtig sein mit der Religion. Schon klar, weißt du, die Leute sterben hier. Hauptsache Papa Knot kriegt was vor die Flinte. Kleine Kinder und sowas. Alte Saudi. Ich guck erstmal hier. Alter! Fuck! Oh, wie eklig. Ich guck erstmal, was hier drin ist. Da kotzt er uns erstmal an, ey. Hauptsache, die Batterie ist schon wieder leer. So ist recht. Komme ich hier durch? Komme ich wirklich? Krass. Jetzt bin ich auf der Rückseite oder was von dem Haus. Ja, da ist der Kotzbrocken. Bäh! Git, ist das ekelhaft. Hauptsache, Hauptsache, der kotzt uns erstmal noch an. Das muss da auch echt sein. Was macht er hier? Pinkelt er hier nur? Der sieht nicht so freundlich aus, oder? Oh Gott, ey. Eine Batterie. Ich gucke mal, ob der was macht. Wenn ich da jetzt reingehe. Okay, der macht gar nichts. Komm hier nicht durch. Alter, ey. Mich juckt selber schon überall hier. Oh. Alter, guck dir das mal an. Die können glatt aus The Walking Dead sein hier. Nein! Wo bin ich jetzt gelandet? Doch, der eine Penner schlägt uns erstmal. Ich hoffe, die schlagen uns nicht. Aber die scheinen beschäftigt zu sein. Und hier ist gar nichts. Toll. Ih, das ist so eklig. Ich will weiter. Ey, die sind doch schon tot, ey. So fies, wie das vielleicht klingt, aber... Da geht nichts mehr. Da kannst du echt nur noch das Leiden verringern. Wo ist dieser scheiß Penner jetzt hier? Du hast immer so ein Spielverderber dabei. Ihr könnt mich jetzt mal am Arsch. Ihr ekligen Penner. Das war er hier im Haus.
Her mit der Batterie. Nein! Wir sind tot. Geh weg! Der tritt uns, das gibt's doch nicht. Wo kommt er? Der ist durch die Scheibe ist der gegangen, der Penner. Das gibt's doch nicht. Wo bin ich jetzt wieder gelandet? Ist das der Schläger hier? Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Okay, das ist kein Schläger. Wie sieht's batterietechnisch aus? Aber was mich interessiert, habe ich jetzt eigentlich noch die Aufnahmen? Das würde mich mal interessieren. Ich gucke mir das mal eben an. Willkommen, ja, das haben wir schon gesehen. Und das haben wir gerade gehabt. Kapitel 9. Und die Hand des Herrn griff mich an meinen Eingeweiden und trieb einen Haken durch mein Antlitz und hob mich fort von den Knochen des toten Zions und der Scheiße der Zöllnerschweine. Und im Trüben der Dunkelheit war ich eine Wolke, die das Land bedeckt und sah vieles. Ich wandte mich der wüsten Vergangenheit, Entschuldigung, das ganze Gekotze da im Hintergrund, wo die Geschichte des Herrn geschrieben hätte werden sollte. Ich wandte mich dem verdrehten, entwürdigten Häute eines großen Propheten zu, geschlagen und angespuckt wie ein räudiger Hund. Und Gott wandte mich der Zukunft zu, eine finstere, wundervolle Last, der Ruhm des Herrn gegen die Heiden, meine Klinge am Hals des Antichrists. Meine Kinder tranken vom Blut jener, die das Wort des Herrn verdrehen. Und ich flog wie Raben 400 Meilen nach Westen über das Land der Akoma und Koyotero und Zuni und Hopi und Havasupai, die Noahs Flut als Werk Hokomatas niederschrieben. Und jenseits Hokomatas Wunden, die diesen Zion zerrissen, schickte mich Gott auf einen hohen Berg, im Westen von dem war eine Stadt. Dann sprach der Herr, öffne dein unbeschnittenes Auge, dass du wahrlich sehen kannst. Ich hielt meine Hand vor mein makelloses Auge und der Herr schoss Sicht durch meinen gespaltenen, blutenden Apfel, wie ein Mann seinen Samen in das offene Geschlecht einer Frau bringt. Er sprach zu mir, hier ist dein Tempel und hier ist dein Tor. Und die Größe, Werkstoffe und Arbeit von Tempelgate wurden mir bewusst. Und die Hände jener, die Tempelgate errichten würden, erschienen mir und ihre Gesichter und ihre Herzen. Ihre Herzen waren voller Furcht, aber ihre Hände waren folgsam und ihre Augen sahen die Herrlichkeit seines Reiches. Ich bin entzückt. So, muss ich jetzt die Batterie nochmal einsammeln hier drin? Okay, also dieser Typ da oben, ja, muss ich nochmal einsammeln. Also der Typ da oben ist auf jeden Fall scheiße. Der in der abgeschlossenen Tür war. Der ist mit Vorsicht zu genießen. Hier ist der Kotzer. Da bin ich nicht schon wieder scharf drauf. Achtung, nicht erschrecken. Okay, wir wurden schon angekotzt. Das reicht. Das ist genug angekotzt für ein Leben. Hier war der Kotzer drin, ne? Ne, der Typ drin, ne? Tür ist zu. Da ist er. Toll. Der ist einfach vorbeigelaufen, wie geil. Geh weg. Geh weg. Lass mich. Lass mich. Ich helfe gar keinem. Ihr seid schon tot. Sorry. Aber ich kann nichts mehr für euch tun. Eine Batterie. Ich will auch nicht zu lange in irgendeinem Haus drin bleiben, weil wenn wir wieder angegriffen werden, ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Ah,
Alter. Boah, ich kann mir das echt nicht angucken. Was passiert denn da hinten? Habe ich schon wieder eine Aufnahme verpasst? Toll. Das ist ja blöd. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich will hier nicht mehr sein. Jetzt habe ich eine Aufnahme verpasst. Verdammt. Das wäre bestimmt wieder eine interessante Hintergrundinfo gewesen. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier durch? Verstecken im Baumstamm. Ich glaube, es geht da vorne einfach irgendwo weiter. Klappe. Es muss hier weitergehen einfach. Ah. Okay. Sag mal, ich bin manchmal auch ein bisschen blind einfach. Ich geb das auch gerne zu. Warte mal, ich lade mal eben nach. Ist das eklig. Ich will da nie wieder hin. Hier hoch. Ich dachte, ich muss da runter. Alter! Okay, jetzt bin ich hier unten. Brille auf. Kamera an. Aber was war denn jetzt gerade hier? Was hier eine Aufnahme wert war? Der Typ hier? Also Martha oder Jabba? Wer ist es? Wo muss ich hin? Ein Zombie. Oh. Nee, okay, da nicht. Alter, wie fies das einfach nur aussieht. Ein ganzes Camp hier voller von diesen Zombies. Hui! Was? Alter! Lass das! Jabba! Du siehst uns nicht. Wir sind nicht da. Doch, wir sind da. Energie! Wohin? Jetzt. Ja, komm. Wohin? Jetzt haben wir den nächsten Kack einfach hier, ey. Den nächsten Scheißer. Der uns jetzt hier wieder nervt die ganze Zeit. Weil dieser Blake einfach zu blöd ist, sich mal so einen Stock oder sowas zu nehmen, was hier rumliegt. Hier so einen riesen Ast einfach mal. Und hau das diesem Vieh einfach vom Kopf. Dein Ernst? Wo soll ich her? Keiner weiß, wo ich hin muss. Das ist ja die Scheiße an der Sache. Haha.
Scheiße. Ich muss mich einfach mal umgucken jetzt. Ach, hier geht's weiter durch. Keine Ahnung, wo ich bin. Was ist jetzt passiert? Was ist denn mit diesem Spiel einfach nur los? Jetzt sind wir wieder in der Schule. Blake. Jess, come back. We're not alone here. Hm? Wo ist die? Toll. Jetzt sind wir schon wieder hier in der Schule. Boah, dieses Vieh gerade, ey. Was ist denn das gewesen? Ah. Müssen unbedingt Batterie sparen. Dass wir gleich in der Außenwelt wieder genug haben. Wir grasen alles nach Batterien ab. In der Uhr ist auch eine Batterie, her damit. Toll, jetzt ist hier die Jessica, die haut einfach ab. Wer ist er denn? Boah, die sind einfach nur gruselig. Oh, guck mal. Oh, wer kennt diesen Bildschirm schon auch noch? Wie geil, ey. Pater Porcari, ich ließ Fräulein Grey heute den Sportunterricht aussitzen, um mich mit ihr zu unterhalten. Pater Lautermilch? Echt jetzt? Erzählte mir, er sei besorgt, sie wäre etwas zu empfindlich. Und das bezweifle ich nicht, armes Mädchen. Ich weiß, sie hatten schon mal mit ihrem Vater und seiner imposanten Persönlichkeit zu tun gehabt. Und ihre Mutter, was ihrer Mutter geschah, war eine echte Tragödie. Möge sie in Frieden ruhen. Jedenfalls mein Pater Lautermilch, dass Jessica nicht auf den Schulausflug zur Klavierfabrik sollte und ich stimme zu. Wir können nicht riskieren, dass sie davonläuft. Dazu kommt noch, dass die Unterschrift ihres Vaters auf dem Erlaubnisschreiben recht peinlich als offensichtliche Fälschung zu sehen ist. Ich benötige ihre Zusage, um die Erlaubnis zu verweigern. Wir werden sie an dem Tag in der Bibliothek lernen lassen. Shelley Parham, Vertrauenslehrerin, St. Sibyl-Schule. Krass, ey. Speichert. Genau hinsehen. Habe ich was übersehen? Anscheinend nicht. Diese katholischen Schulen hier oder so, diese... Furchtbar. Wo kam ich jetzt überhaupt her? Da war nix. So. Hier war ich auch schon drin. Und da auch. So, dann gehen wir jetzt hier weiter. Hallo? Haben die hier kein Licht in der Schule? Oh. Erstmal aufs Klo gehen, ey. Ich komme hier nie wieder runter. Für den Rest des Let's Plays bleibe ich hier auf dem Klo. Macht den hier keiner sauber? Gott macht sauber. Hallo? Mach auf. Der Lokus hier, ey.
Okay, lassen wir auf. What the fuck? Don't go. Don't go, du bist witzig, dann bleib doch mal hier. Wir gehen weiter. Batterien. Ich brauche Batterien. Keine Batterie hier. Hallo. Hier eine. Ih, die schon wieder. Boah, diese Musik. Nein, die Batterie geht leer. Batterien. Wo muss ich hin? Hier, ne? Zu den Zuhn-Türen. Ja, Batterien. Aus der Fernbedienung geklaut. Doch, die Batterie ist dicker als die Fernbedienung. Ich weiß, das nervt ein bisschen, dieses Abgrasen hier, aber ich brauche Batterien. Ach Jesus, ey, hilf uns. Rette uns vor diesen Leuten hier. Überall hängen diese Fratzen hier im Büro. Was ist das für eine Schule ohne Fenster? Hier die ganzen Büros, alles hier mitten im Nirgendwo. Was für eine Stromverschwendung einfach. Nur baut doch einfach Fenster ein. Baut das Ding oberirdisch. Wir suchen Batterien. Ich hab's gleich. Da kommt gleich die Tür, wo wir hin müssen. Aber nicht ohne eine Batterie. Gut. Wir machen weiter. Hier ist gerade Jessica. Katholische Schule. Ja, alles klar. Danke. Hier ist noch eine Notiz. Oder auch einfach nur ein Blatt. Ey, hört nicht auf zu singen. Dann weiß ich, ihr seid irgendwo. Hier, diese Wand, wo wir vorhin schon mal waren. Muss ich jetzt bestimmt hier hin? Nee, auch nicht. Hä? Wohin? Da soll ich jetzt rein, alles klar. Dann werden wir wohl gleich wieder in den Wald geschmissen, so wie es aussieht. Wer kommt? Hä? Jetzt sind wir wieder... Jetzt sind wir wieder in der echten Welt? Nein! Nein! Give him to us! Let us have him! Fuck off! God damn it!
No! Ah, oh, praise no. God, Miss Prophet, now. Praise God. Forgive me, Lord. But I have to be sure. Open his mouth, Nick. There you go. God, please, let him be one. He's a mark. He's pure. He is the Skull Messiah. You have but dog's cut. He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. First, we gotta get him on that cross. Get my hammer and nails. Let's get on up that hill. He will come born on locust wings, immaculate as a newborn. He will give us his gospel, the sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried. But he will rise again in more perfect flesh. We will eat of that flesh in Holy Communion and be healed of our physical sins. And we shall inherit this broken earth. See? We prepared everything. It's all ready for you. What? Don't do this! Please! Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. To guide us in our salvation after the end. A gospel? The truth. Your guidance. We suffered a long time waiting on you. Well, old Nick, I guess we better put those nails in. Wait! 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 So bad, was it? What's this? Nick, hand me that. Is that a camera? A record? Of course. How could I not see it? A modern Christ would use a camera, not a book. This is our gospel. How could I not have known? Please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a worm, festering moon. I must study his lessons. Drive the other nail in and hang him up. No! Alter. Boah, nee. Ihr wisst, was jetzt passiert. Wir machen das weiter in der nächsten Folge. Bis dahin.